Lärm on Tour heißt, es sind Kulturinstitutionen wie Museen, wie das Jagdschloss Grunewald, die sich für Wikipedia öffnen und sogar aktiv engagieren dafür, dass ihre Inhalte nicht nur analog, sondern eben auch digital von Menschen genutzt werden können, um sich zu bilden, um neue Informationen zu sammeln, neues Wissen zu generieren. An diesen Wochenenden gibt es wunderbare Möglichkeiten, sich kennenzulernen. Kulturinstitutionen stellen ihr Fachwissen zur Verfügung, häufig auch durch Vertreter der Institutionen in Form von Vorträgen, stellen aber auch ihre Bibliotheken und Archive zur Verfügung, in denen dann die Freiwilligen arbeiten können und das Ganze auch fachkundig und sachkundig erläutert bekommen. Die Stiftung ist der Meinung, dass diese großartigen Kunstwerke, die von der Stiftung verwahrt werden für Generationen, allen Menschen gehören, dass alle Besucher, die vielleicht nicht die Gelegenheit haben, die Schlösser vor Ort zu besuchen, die Möglichkeit bekommen, die Kunstwerke eben auch im Netz anzuschauen, etwas über die Kunstwerke, über die Schlösser, über die Gärten zu erfahren. Also ich denke, das ist absolut ein Gewinn für beide Seiten. Artikel werden deutlich verbessert, ausgebaut, es sind aktuelle Fotos drin und jeder Besucher, jede Besucherin, die im Vorfeld zum Beispiel einen schönen Wikipedia-Artikel gelesen hat, wird dann auf alle Fälle sagen, hey, das möchte ich dann auch mal live erleben. Wir profitieren als Enzyklopädie und ich denke, die Institutionen profitieren auch von uns. Ja, für mich ist Wikipedia das beste Hobby der Welt. Man kann sich mit Themen beschäftigen, die einen persönlich interessieren und auch gleichzeitig anderen was weitergeben. Du kannst eben Informationen zusammentragen und für andere bereitstellen und ihnen somit die Möglichkeit zu geben, sich für ein Thema einfach einzulesen, ein Thema weiter zu verfolgen und eben genau auch die Informationen, die du vielleicht gesucht hast, ihnen zentral zur Verfügung zu stellen. Wenn Freiwillige hierher kommen, dann sind sie sehr, sehr offen und neugierig und das macht einfach das Wissen sehr viel breiter und sehr viel spannender. Glamour on Tour ist natürlich eine tolle Gelegenheit für alle Wikipedianerinnen und Wikipedianer, mal vom Computer wegzukommen und sich wirklich die Dinge, über die man schreiben möchte, live anzusehen. Man kriegt tolle Führungen von Expertinnen und Experten, die einem wirklich in die ganzen Tiefen des Wissens mit Einblick geben. Ich war einfach neugierig, ich war gespannt. Ich konnte mir auch nicht so richtig vorstellen, wie das abläuft, weil wir das noch nie gemacht haben. Und ich bin total angetan. Ich kann das nur wärmstens empfehlen, weil das hat alles super geklappt. Ja, ich habe sehr viel interessierte Menschen kennengelernt und hoffe, dass wir uns also auch gegenseitig da befruchtet haben und dass die Freiwilligen das hinaustragen, dass es sich lohnt, das zu sehen, dass hier ein wunderbarer Ort ist.